Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr einen Abfluss reinigen könnt. Und zwar mit einem Aktivschaum. Der Aktivschaum ist so aufgebaut, dass dort ätzende Substanzen drin sind, die dann so stark werden, dass sie Seifenrückstände zersetzen und auch Fette, Eiweiße auflösen. Und diese nämlich, dieses Gebilde aus dem Eiweiß, aus dem Fett und aus der Seife, geben in unseren Abflüssen des öfteren mal solche Klumpen. Und die hindern dann einfach auch Haare und andere Gegenstände, die durch den Abfluss geleitet werden sollten, abzufließen. Und da gibt es eine gute Möglichkeit. Es ist zum Beispiel hier ein Aktivschaum. Den Aktivschaum wenden wir so an. Wir haben also, wenn wir etwas lösen wollen, brauchen wir immer ein Lösungsmittel. Das ist gegeben durch den Aktivschaum, durch die Inhaltsstoffe dieses Aktivschaums. Und wir benötigen, um den Aktivschaum noch besser arbeiten zu lassen, warmes Wasser. Wenn wir beides also zusammen haben, dann können wir loslegen. Wir haben also einmal hier unseren Abfluss, machen hier den Verschlussfreund raus und haben jetzt Zugang zu unserem Abfluss. Was wir jetzt machen ist, wir werden dort hineinschütten etwas Wasser. Und zwar ungefähr einen Liter. Warum? Weil hier drunter im Abfluss ist ein Siphon. Das Siphon ist so aufgebaut, dass es erst nach unten geht, dann eine Kehrtwende macht, wieder nach oben geht und dann in den Abfluss selber mündet. Das heißt, wir werden jetzt diesen Bereich anwärmen mit warmem Wasser, weil das den Reinigungsprozess viel, viel, viel vereinfacht, weil zum Reinigen braucht man immer Mittel, die fettlösend sind, eiweißlösend sind, eiweißbindend, entfettet etc. Und zusätzlich braucht man eigentlich noch Mechanik. Die können wir jetzt nicht geben, weil wir kommen ja nicht in unseren Abfluss außer so weit rein. Deshalb geben wir als Hilfe hier Hitze, Wärme. So, warmes Wasser reinkippen. Ungefähr ein Liter, auf damit in unsere Spüle. So, ein Liter ist drin. Nun, dampft das ein bisschen, klar, alles cool. Nun öffnen wir unseren Aktivschaum, der jetzt noch ein Pulver ist. Und nun packen wir in den Abfluss etwas von dem Pulver rein. So, und zwar in dem Fall haben wir hier ein Messbecher und den machen wir halb voll. So, halb voll ungefähr, denn es sollten so 2-3 Esslöffel sein. Und das hier ist die Menge von ungefähr 3 Esslöffeln. Lass mal sehen, wie viel Gramm ich da habe. Ungefähr 60, 70 Milliliter sind das. Okay, diese packen wir jetzt hier rein. Wir kippen die da rein und wir hören jetzt schon, denn jetzt kommt das Pulver in Verbindung mit unserem gerade hineingepappten Wasser. So. Und jetzt, guck mal, ich tue ein bisschen Wasser dazu. Und jetzt seht ihr, was passiert. Jetzt kommt der Aktivschaum kommt jetzt zum Einsatz und blubbert los. Der vergrößert jetzt sein Volumen und dadurch, dass er das Volumen vergrößert und gleichzeitig diese Flüssigkeit ja jetzt eine Säure mit sich bringt, wird das jetzt schön sich einarbeiten in unseren Abfluss. Und das Coole ist, das ist ganz normal, dass es aufsteigt. Und das Coole ist, dass hier, guck mal, ich habe gar nicht so viel genommen. Meine Güte. Guck mal, siehst du, nur 2 Esslöffel haben auch schon gereicht. Cool. So, also das hat hier jetzt schon sehr gut funktioniert. Und jetzt müssen wir ungefähr 5 Minuten warten. Denn jetzt wird der Aktivschaum unsere Verstopfung lösen. Und das ist nämlich immer das, was ich jetzt gerade demonstriert habe. Wir kippen jetzt nicht tonnenweise von dem Pulver drauf, weil wenn das Pulver nämlich dann wirklich auch ein Pfropfen bilden würde, dann ist es nicht so angenehm, weil das dann auch verstopfen könnte. Ne? Und deshalb immer leicht applizieren, wie ich das vorhin getan habe. Und dann, habt ihr ja gesehen, habe ich ein bisschen Wasser nachgefroren und dann kam es schon oben raus. Die Reaktion ist also super gestartet. Und jetzt seht ihr auch schon, geht es wieder ein bisschen runter. Es kommt immer noch etwas nach oben. Und dies
löst jetzt die Verstopfung, die dort drin ist. Weil hätten wir keine Verstopfung, dann wäre hier gar nicht mal so viel hochgekommen von der wenigen Anwendungsmöglichkeit an Pulver, die ich gesetzt habe. Also ihr seht, ihr müsst dort nicht wie bekloppt reinschütten, sondern nur reinschütten, bis die Reaktion startet und dann eventuell noch ein bisschen Wasser oben drauf setzen, um die Reaktion zu beschleunigen. Und dann warten wir jetzt so lange, bis der Aktivschaum sich gelegt hat. Es kann auch sein, dass der hier auch hier rauskäme. Also dann nicht erschrecken. Auch wenn ich hier reinfasse, es ist warm. Wegen unserem Wasser, der als Katalysator da auch wirkt. Oder als Träger, der das dann durch die Hitze ein bisschen beschleunigt. So, wichtig ist, dass wir das Zeugs nicht schlucken, nicht ins Auge uns packen, beziehungsweise lange auf der Haut lassen. Ich werde mir jetzt gleich nämlich die Hände zum Beispiel hier abwaschen. Können wir ein bisschen Wasser laufen lassen. So ein bisschen hier. So, guck mal. Ne? Es ist ganz wichtig, immer schön die Reinigung dann abzusetzen. Schön sauber machen die Fingerchen. Am besten natürlich Handschuhe tragen. So, und wenn dann der Schaum fertig ist und wieder zusammengefallen ist, könnten wir sogar jetzt noch hiermit dann loslegen, wenn wir eine Bürste hätten, ne, einfach hier mal das alles ein bisschen reinigen und dann schütten wir einfach Wasser hinterher. Also sprich, wir spülen nach und dann wird der Abfluss danach wieder durchgängig sein. Also dieser Aktivschaum beinhaltet diverse Sachen, die dort drinne alles dann zersetzen und dann flutsch kann es nach circa Einwirkzeit von 5 Minuten abtransportiert werden. Das ist eine saubere und einfache Anwendung, die man gechillt durchführen kann. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dort drinne großartig Lecks passieren, weil es gibt ja, was war denn das? So wirklich scharfes Zeugs, das war auch Pulverzeugs. Wenn du das da reinballerst, dann gibt es so richtig Fropfen und dann kann es sein, dass die Leitung platzt etc. Das ist hier bei dem Schaum nicht so, außer wenn wir natürlich jetzt, wie ich am Anfang sagte, viel zu viel reinkippen. Deshalb bin ich ja auch gerade hingegangen, habe dann aufgehört zu kippen, weil wir wollten nicht zu viel nehmen. Also es reichen, wenn die Verstopfung stark ist, erstmal 2 Esslöffel und wenn sie nicht stark ist, könnt ihr dann auf 3 bis 4 Esslöffel hochgehen, um die Verstopfung zu lösen. So, wenn der Schaum dann eingefallen ist, sprich die chemische Reaktion ist ganz gut abgelaufen, dann können wir nachspülen. Also einfach auf und jetzt können wir gucken und nachspülen. Und schwupp. Und was ihr gehört habt, ihr habt gerade nichts gehört. Vorhin, bevor wir das gereinigt hatten, war das so, dass es so war, als ich immer das Wasser runterlaufen ließ, hat das am Schluss so blub, blub, blub gemacht. Dieses blub, blub, blub ist jetzt gar nicht mehr passiert. Das heißt also, die Hauptverstopfung wurde gelöst und wir können jetzt wieder zum normalen Alltag zurückkehren und hier wieder den Deckelchen drauf machen und dann uns wieder schön die Hände waschen, Zähne putzen nicht vergessen etc. Und das ganz einfach mit einem Aktiv-Power-Foam, also ein Aktiv- starken Schaum können wir hier unseren Abfluss damit wieder freiballern. Nice, nicht wahr? Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.